Ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, den Ertrag einer Photovoltaikanlage zu verdreifachen. Und habe eine Lösung gefunden. Wenn es darum geht, den Ertrag einer PV-Anlage zu erhöhen, ist besonders der Aufzugswinkel der Sonne auf die Paneelen relevant. Wie wichtig und wie krass der Effekt einer 90-Grad-Ausrichtung ist, sehen wir später noch. Im stationären Betrieb in Deutschland ist der durchschnittliche Optimalwinkel ca. 30 Grad. Aber da sich mein Fahrrad dauerhaft bewegt und Richtungswechsel vornimmt, hat eine feste Winkeleinstellung meiner Anlage sogar einen negativen Effekt, da ich ja teilweise mir meinen eigenen Schatten mache. Und genau da kommt ein Arduino Mega und ein Motor ins Spiel. Meine Idee ist folgende: Mithilfe von zwei Fotosensoren, welche durch eine Plastikwand voneinander getrennt sind, soll der Arduino herausfinden, von wo die Sonne kommt. Wenn also von links die Sonne auf mein Fahrrad scheint, entsteht auf dem rechten Fotosensor ein Schatten. Der Motor versucht jetzt, das Panel so weit nach links zu drehen, bis beide Fotosensoren den gleichen Wert haben, also das Panel im 90-Grad-Winkel zur Sonne steht. Das heißt, im Optimum, beide haben denselben Ertrag und sind gleich stark beleuchtet. Um diesen Schatten zu erzeugen, habe ich eine Plastikhalterung designt und aus PLA gedruckt. Daran sind beide Fotosensoren befestigt und mit drei Kabeln verbunden. Dabei habe ich Ground beide zusammengelegt. Um das Panel jetzt drehen zu können, habe ich einen Motor an mein Fahrrad verschraubt und einen Eingelenkarm verlängert, um so das Panel zu bewegen. Um zu verhindern, dass der Motor das Panel bis an den Fahrradrahmen drückt, habe ich links und rechts End-Tastschalter installiert. Diese übermitteln ein Interrupt-Signal an den Arduino und verhindern so das Weiterdrehen. Der Arduino behält dabei die Information, dass er am Anschlag ist und versucht nicht jedes Mal weiterzudrehen. Den Motor steuere ich mit einem im 3D-Druckbereich weit verbreiteten Servo-Motor-Controller. Der powert mit 12 Volt gleichzeitig auch noch den Arduino und tut somit uns ein weiteres Powerkabel sparen. Jetzt ist zwar alles am Fahrrad verschraubt, aber das Wichtigste, nämlich die Programmierung und der Arduino, fehlt noch. Der Code, um das eben Erklärte durchzuführen, war eine ganz schöne Herausforderung, denn nach dem Auslesen der Werte der Fotosensoren im Freien ist uns ein ganz großes Problem aufgefallen. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, abonniert gerne meinen Kanal, denn hier besprechen wir alle möglichen Themen rund um Photovoltaik und den Einsatz zur Fortbewegung, wie beispielsweise hier an meinem Fahrrad. Und jetzt viel Spaß weiter mit dem Video. Ein ganz großes Problem aufgefallen. Der in meinem Zimmer eingestellte Widerstand zwischen den Fotosensoren war für den direkten Einfall von Tageslicht einfach zu schwach und wir hatten dauerhaft den Maximalwert und konnten gar keine Unterschiede zwischen den Winkeln feststellen. Das Problem mit den Fotosensorwerten konnten wir mit 2000 Ohm Widerständen lösen, aber es ist direkt noch ein weiteres Problem aufgetaucht. Denn stellt euch vor, ich fahre durch ein verschattetes Waldstück und der rechte Fotosensor ist stärker beschienen als der linke, da der zum Beispiel durch den Blatt verschattet ist. Als Folge dessen fährt der Motor das Panel weiter nach rechts. Wenn ich jetzt aber aus dem Wald rausfahre und die Sonne immer noch von links kommt, sind beide Sensoren im Schatten, da sich das Panel ja gedreht hat. Die Differenz beider Sensoren ist jetzt aber 0. Das spricht ja eigentlich für eine optimale Ausrichtung des Panels. Dabei haben wir genau das Gegenteil, nämlich gar keinen Ertrag. Meine Lösung dafür ist ein Schalter am Lenker mit vier verschiedenen Knöpfen. Zum einen langgedrücktes Kalibrieren, links bewegen, rechts bewegen und horizontal. Jetzt ist die Frage, woher weiß der Motor, wann das Panel horizontal ist, da es ja kein Stepper-Motor ist. Ganz einfach, ich habe an der Unterseite des Solarpanels einen Gyrosensor verklebt. Der kann alle Winkel und Fahrzeugbeschleunigungen messen. Für mich persönlich ist jetzt aber nur die Y-Achsenbeschleunigung bzw. Winkel relevant, denn das ist die Achse, die den Winkel und die Position des Panels bestimmt. Endlich, nach mehr als 2 Monaten war es endlich an der Zeit, meinen Suntracker mal während der Fahrt zu testen. Und wie das ging, seht ihr jetzt.
Kibina, Setana, Gashinda, no, Bala, oh, I'm a Globetrotter. You and I, Piyuna, Hajima, Huni, no, Mudala, we just different eyes on water. Jojana, Kibina, Setana, Gashinda, no, Bala, oh, I'm a Globetrotter. Chigum, but you see, Jagi, yeah, I'm talking money, calls, rules, Habt ihr das gesehen? Das Pedal hat sich automatisch ausgerichtet. Extrem geil. Heute schon 1 kW, 1 Kilowattstunde erzeugt und ja, alle sind voll. Nach einer 350 Kilometer langen Testo, wovon ihr gerade eben ein paar Aufnahmen gesehen habt, stehe ich jetzt hier und kann stolz verkünden, dass meine Idee und Umsetzung mehr als gut funktioniert hat und alle erwarteten Ertragssteigerungen übertroffen hat. Auf gerader und optimaler Strecke habe ich eine Leistungserhöhung von mehr als 200 Watt messen können, im Gegensatz zu horizontalen Positionen, und das ist einfach nur krass. Einige von euch fragen sich wahrscheinlich, wie hoch denn der Verbrauch von dem Motor und dem Arduino war. Beides habe ich gemessen. Im Dauerbetrieb hatten wir circa einen Verbrauch von circa 10 Watt, was sich wirklich sehen lässt, wenn man bedenkt, dass der Ertrag sich um teilweise mehr als 200 Watt erhöht hat. Ist es wirklich krass, wie stark es sich lohnt, und den kleinen Verbrauch kann man locker reinholen innerhalb von 10 Minuten optimalen Ausrichten. Wer sich jetzt denkt, ich habe auch Bock, so einen Sandtracker nachzubauen, in welcher Art auch immer, kann gerne in der Videobeschreibung vorbeischauen. Im ersten Link stelle ich euch meinen gesamten Arduino-Code zur Verfügung, aber auch alle von mir genutzten Teile. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich wirklich sehr freuen. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag mit einem neuen Video. Bis dahin, ciao, ciao. I wanna say something, but